Ich sage Huuu zu Slow High Mates, die Highlights auf dem Stream. 2, 2, 1, los geht's! Huuu zu einem neuen Stream. Und ja, heute wieder nicht alleine. Wir spielen Story of Seasons, Friend of Mineral Town. Und dabei ist die gute Blue Spring. Hi. So, dann starten wir direkt in das Game. Und es gibt auch noch Kuchen am Start, also wir sind versorgt. Überprüfe Zusatzinhalte. Ich muss sagen, ich habe absolut keine Ahnung von dem Spiel. Aber dafür habe ich Assistenz. Ich habe das Spiel schon ein bisschen... Ich bin noch nicht durch mit dem Spiel. Ich habe schon einiges davon mal gespielt. Das ist das Intro übrigens. Lauter machen. Der starrt aber irgendwo hin. Pferde. Ist das ein Schaf? Gibt auch Schaf mit rosa Wolle. Okay. Jo, was ist das denn für einer? Das ist ein ganz bestimmter. Da kommen wir mal bei Events vorbei. Was für ein Entenmensch? Den habe ich auch noch nicht getroffen, weil ich weiß ungefähr, was er ist. Eine Ente. Ähnlich. Oh, einfach schlafen. Das war's. Schönes Spiel. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Das war's jetzt. Diskriminierung auf der Jungsseite. Auf der rechten ist schon Mädchen mit blonden Haaren. Mit blauen Augen. Ich weiß nicht, soll ich die nehmen oder soll ich Junge sein? Wie es dir lieber ist. Also von blonden blauen Augen passt das Mädchen tatsächlich, aber wenn ich hier als Junge spielen möchtest. Ich spiele das Mädchen. Claire. Nee. Die will ich jetzt nicht klären. Nein! Stopp. Hä? Ich will... Es geht nur im Jahreszeiten. Ah. Fünfter Frühling. Schwierigkeit. Beginne mit einer Menge Gold. Nee, ich will schon normal. Normal. Ich habe auch normal gemacht und gar nicht einen einfachen. Okay. Let's go, Marianne. 24 oder so. Man kann das Spiel auch heiraten. Also... Dein Großvater hat diese kleine Farm sehr geliebt, weißt du? Er wird sich sehr froh zu wissen, dass du sie geerbt hast. Also, was sagst du? Willst du dem Familien eine Chance geben? Nein. Was soll ich Nein sagen? Mach mal Nein, es ist interessant, was dann gesagt wird. Ich verstehe, also ist deine Entscheidung. Ich möchte dich nicht umstimmen, aber es ist trotzdem schade. Der nächste Zug wird bald kommen. Auf Wiedersehen. Oh. Ups. Was passiert jetzt? Wir haben es durchgespielt. Ja, Mann. So kann man das Spiel natürlich auch durchspielen. Ende. Danke, das war's nach 9 Minuten Speedrun. Das kann man echt speedrunnen, ne? Ja, schnellste Speedrun. Die Farben benennen. Pharmazie, nee. Passt es rein? Weiß ich nicht. Ja. Pharmazie. Pharmaziefarm. Oh, das ist jetzt doof. Naja, das passt schon. Klingt schön. Ich kann es ja nicht mehr ändern, aber okay, cool. Hieß es da schon Story of Seasons? Noch nicht, oder? Die ist noch Harvest Moon, oder? Genau. Aber seit es auf der Switch, glaube ich, ist es jetzt. Heißt es Story of Seasons. Ja, die Rechte wurden ja vergeben. Stimmt. Ich würde auch eventuell langsam noch in die Stadt fahren. Gehen. Um noch Bewohner kennenzulernen, was eh schon langsam dunkel wird. Okay, wo geht's da lang hier rechts? Nach oben. Das ist hohes Gras, Pokémon. Vielleicht kannst du ja auch eins fangen. Da oben noch. Da oben, genau. Um 20 Uhr ist Schicht im Schacht, da wachen die meisten zu. Hm. Oh, der fährt schon früher. Hey, wer ist hier? Ein Grundstück. Ich habe da auch noch nichts wirklich. Genau, es hört auch die Musik quasi auf, deswegen... Oh, jetzt ist keiner mehr da. Aber man kann auch ins Gasthaus gehen. Vielleicht kannst du es noch machen. Ist es dann links? Hier? Genau. Hey, hey! Blödsinn! Hey! Einfach gewanished. Unglaublich. Hat er keinen Bock zu reden. Ist klar, ja. Ah, du bist der die Farm übernommen hat. Ich hätte schwören können, dass du ein Gast bist. Und wie heißt du? Da spricht man wie aus? Mariuto. Hast du gesagt? Ich heiße dann. Nett, dich kennenzulernen. Ich überlegen, ob ich die ranlasse. Was sagt der Schutzheller? Kann ich den sehen? Ah, nee. Hä? Der bringt nicht wirklich viel. Hä, was macht der?
Schritte zählen. Ja, aber wie kann ich dich anschauen, wie viel ich habe? Das habe ich auch nie rausgefunden. Ich werde so gut wie nie eigentlich. Oh, lol. Was ist hier? Du kannst die Farbe ansehen, wie viel Unkraut noch da liegt. Oh ja, sieht aus wie mein Zwieber. Das ist Holz zum Beispiel jetzt. Das müsste im Haus gehen. Jetzt verkaufe ich das hier alles, ne? Mhm. Ich bin mir selbst gerade nicht ganz sicher. Geh mal ganz... Da. Nee. Geh mal nach links oben. Vielleicht da. Ja, genau. Den kann ich reintun. Lass mal eskalieren. Kann man doch nur durchgehen. Was? Interessant, wie es aussieht. Ja. Kann ich dem auch was geben? Dem Hund nicht, oder? Nee. Nee. Oh, hä? Hey. Es ist dunkel geworden. Ich kenne den Kuh-Disco jetzt, oder? Ich fange an, die Kühe an zu tanzen. Ist klar, ja. Der? Der in der Mitte, genau. 9 sogar schon auf. Oh. In dem Tempo weiß ich nicht, ob ich es bis 17 Uhr schaffe. Hörst du das? Was hab ich gerade gemacht? Das sag ich mich auch gerade. Hä? Hä? Das kann ich noch gar nicht. Ich hab hier mit ZL einfach gepfiffen. Du hast einen Rick gerufen. Hallo Rick. Ich hab ihn zurückgerufen. Zurück. Zurück. Ach so. Was bringt so ein Uni-Girl? Eine Onigiri ist das. Uni-Girl. Uni-Girl gelesen. Ich spiele zu viel Dead by Daylight. Ich muss an Uni von Dead by Daylight kommen. Das Brot ist ein Croissant, aber okay. Ja, Brot, Croissant. Selbe. Willkommen, Podium-Stream. Was geht ab? was? Was ist deine Frage? Willkommen. Warte, wo ist mein Tablet hin? Liegt hinter mir, ne? Ich muss ja noch Hu sagen hier. Oh, jetzt habe ich was Falsches gedrückt. Jetzt habe ich Help gedrückt. Oh Gott. Tut mir leid, es war nicht so geplant. Jetzt bin ich wieder da. Upsi. Aber das ist mein Help-Knopf. Der ist richtig geil. Dass wenn irgendwas passiert, was nicht sein soll, klicke ich aber auf Help und dann seht ihr nur noch einen Blackscreen. Das ist geil. Diese Felder sehen aus wie Lebkuchen. Ja, stimmt. Hat was davon. Jetzt krieg ich voll Hunger, shit. Hey, willkommen. Geht echt wenig. Ja, ist groß. Nur weil ich gerne aufräume, heißt das nicht, dass du mir Müll bringen musst. Wirf das selbst weg. Ja, gratulier mir erstmal, Mann. Voll aggressiv. Und jetzt wieder auf nett machen, ja, ja. Typisch. Was klotzt du denn so? Wenn du hier nichts Bestimmtes willst, dann. Crash, fällt dir ein, der Art und Verschämt mit Kunden zu reden? Entschuldigung. Willkommen. Oh, du bist Mario, du. Hallo. Wow. Guter Charakterwechsel. Mario, du. Huh? Ich ruhe mich ein bisschen aus, übernimm du die Kundschaft. Sorry wegen vorhin. Wir sagen immer vorhin, wenn es vor einer Sekunde passiert ist. Das ist gerade und nicht wegen vorhin. Vorhin ist für mich Anfang des Tages oder so eine Stunde, 3 Stunden vorher und nicht eine Sekunde. Für dich ist eine Sekunde. Ja, gut, die Zeit vergeht in dem Spiel auch schneller. So, dann angel ich mal. Juhu, ein pazifischer Hering. Hm. Kann ich den wem schenken? Vielleicht macht das ja jemand. Ja, warum nicht? Also, ein Blümchen. Nein! Ich will dich nehmen. Angel am Strand. Im Strand. Ja. Vielleicht beißt ein Sandfisch an. Wer weiß. Honig. Danke. Ja. Echt nicht. Jetzt habe ich nichts mehr. Das ist Unkraut. Ja, da sind alle so böse. Oh. Das mag sie nicht. Oh, der Polizist kommt zu ihr. Wo ist er jetzt hin? Hä? Der Polizist ist verschwunden. Ist da oben? Ah, er nimmt die Katze fest von vorhin, weil die ja so Böses plant. Ah, nee.
gibt's jetzt hier? Ich habe viele Fragen. Können wir Weinkeller? Oh, kann ich bedienen hier. Mega. Wir mich voll irgendwie an Promised Neverland. Ja, stimmt. In diesen Keller, ne? Mhm. Ja, ich weiß, dass du da bist. Sagt er sie immer, dass er da ist? Sagt er immer. Okay. Auch mal auf eine andere Seite von dem Feld ist. Wenn man überhaupt nicht wenn man in der Höhle ist, hat das auch nicht, ne? Nein, dann nicht. Natürlich ist es das Rumbrille durch die Gegend. Professor Eich-Syndrom. Stimmt. Ich weiß, was du gerade tust. Steht eigentlich auf dem auch was anderes Neues drauf? Nee. Steht, glaube ich, nicht so viel drauf, oder? Nicht so wie ein Event ansteht. Nicht so wie ein Animal Crossing jeden Tag. Da kommt ihm. Ah. Ich versuche ihm mal das Ding zu geben hier, ne? Danke, aber schon in Ordnung. Du hast mir heute doch schon mal was geschenkt. Dummerchen, ja, wie hab Dummerchen genannt? Warte, ich will dir nichts geben. So. Es tut so gut, draußen zu sein. Im Regen, wunderschön. Ich lieb's, ohne Regenschirm im Regen rumzulaufen. Oh, mein Boy. Liebstes Hobby. Ja. Ungefähr noch um die 3 Tage. Ich schätze drei Tage ungefähr. Es gibt Pflanzen, die ziemlich schnell wachsen. Ja. Ist meistens auch die weniger kosten im Prinzip. Darf es nicht. Ah, lol. Das kann ich auch noch gar nicht. Man kann sich drehen, wenn man Y gedrückt hält. Junge, mit dem Leuchtturm. Okay, das ist sehr cool. Praktisch. Muss ich mir merken. Da muss man die ganze Zeit weitergehen, sondern kann das so machen. Das ist cool. Es gibt aber auch quasi die Pflanzen oder Samen, die ein bisschen teurer sind, zum Beispiel ist die hier. Dafür kann man die halt mehrmals ernten, muss dann nicht extra mal was einpflanzen. Ach so, und die anderen muss man immer neu pflanzen quasi. Genau. Ah, das ist eine Story hier. Oh, Mariotto, hallo. Du hast nicht zufällig Wachmeister Harris gesehen, doch, oder? Haben wir. Und doch, der war von Götz. Hä? Wir haben ihn doch gerade gesehen, der war doch gerade im Namen von Götz, oder was? Verneint alles. Wirklich, das ist echt, das ist nicht der Ja-Sager, sondern der Nein-Sager. Stimmt. Oder die ganze Geschichte ist eine Nein-Sager. Nein, geil. Da wollte ich Ihnen das als Zeichen meiner Dankbarkeit für all das geben, was Sie für unsere Gemeinde tun. Das hier ist ein Kraftstein, steht voller positiver Energien, die Sie vor Unfällen und Verletzungen schützen. Dieser Berg hat reichlich gute Energie und Kraftsteine gibt es im Überfluss. Es ist der stärkste, den ich finden konnte. Ich hoffe, dass er Ihnen gefällt. Erstmal im Love. Okay, die ist auch schon mal weg vom Markt. Die war auf den ersten Blick. Ja. Ich glaube, das ist erst Geschenk. Ja. Dann kommt er. Oh, ist in Ordnung. Denkst du auch darüber nach, in die heiße Quelle schwimmen zu gehen? Ja, let's go. Kommst du mit rein? Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin nur davor rum. Ich muss rausgehen, damit er reingeht, oder? Ha, du kommst nicht rein. Okay, wenn er sagt, dass er in die zur heißen Quelle geht, dachte ich nicht, dass er vor der heißen Quelle hin und her läuft. Aber gut. Ja, gut. Jeder wie er möchte. Ja, klar. Oh. 2. große Fisch. Was, wenn die nochmal Geld geben, wenn die extra groß sind? Wirklich, ja. Das ist einfach nach Größe irgendwie. Nicht das spannendste Gameplay jetzt, aber ich meine, wenn es viel Geld gibt, why not? Meine Frau, hast du den ganzen Tag gemacht? Geangelt. Genau. Genau. Ja, dann schauen wir mal, ob und wann wir weiterspielen, aber ich denke schon mal wieder. Es ist nicht so, dass es jetzt ein regelmäßiges Projekt ist, sondern dass es halt, wenn es gerade so kommt, dann spielt man es halt. Und genau, sind auch nicht mein Spiel, das gehört der guten Blue Spring. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von dem Stream. Mir hat Spaß gemacht. Ich will auf jeden Fall mal weiterspielen irgendwann mal. Auf jeden Fall. Und ja, dann auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ah ja, genau, das müssen wir auch noch machen. Tschüss. Ha 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 ha.